I walked into the room dripping in gold. Servus Leute, Alomo hier und herzlich willkommen zum neuen Loot Chest Unboxing von der Loot Chest April 2015. Ich dachte mir, ich mache die heute mal nicht daheim, sondern gönn mir ein bisschen Natur und setz mich hier in die Günther Klotz Anlage in Karlsruhe. Ihr seht, es ist bestes Wetter, es ist jede Menge los und ich würde sagen, wir fangen mal an. So Leute, ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass das Bild eventuell ein bisschen verwackelt ist. Ich habe leider kein Stativ dabei, aber wir machen es trotzdem. Wir packen hier mal auf. Obala, Kamera. Fangen wir an. So, Lootbook April 2015. Gucken wir uns am Ende erst an. Hier haben wir mal die Nummer 1. Das T-Shirt aus diesem Monat. Was haben wir hier? Will test for cake. Oh, für einen leckeren Kuchen würde ich glaube ich auch testen. Vielleicht aus irgendeiner Serie, vielleicht aus irgendeinem Film. Wenn ihr es wisst, schreibt es unten in die Kommentare. Und wir machen mal weiter mit, oh mein Gott, Leute, ein alter Bekannter. Schaut euch das an. Raubtierbrause Energy Drink. Raubtierbrause.de. Die meisten von euch dürften es kennen. Lustig, dass die jetzt hier drin sind. Das finde ich jetzt äußerst amüsant. Also, Raubtierbrause auch dabei. So. 20 Euro Rabatt für Loot Chest Kunden. Ich gucke mir das mal an. Aha. So, genau. Das ist ein Gutscheincode. Den werde ich natürlich für mich selbst verwenden. Ihr kennt mich. Ich trinke Raubtierbrause auch. Also, für alle Loot Chest Kunden 20 Euro Gutschein. Dann haben wir hier noch einen Aufkleber. Bazinga aus der Big Bang Theory. Sheldon sein. Ja, sein Ausschrei, wenn er jemanden veräppelt hat. Bazinga. Dann haben wir hier noch einen Loot Chest.de Aufkleber. Wer ihn braucht, ist ja in jeder Packung einer drin. So, dann haben wir hier, was ist das denn? Ein Pechkeks. Auch das noch, oh je, meine. Den machen wir am Ende mal auf, würde ich sagen. Dann haben wir hier einen Transformer, okay. Der kann, denke ich, auch mal was. Ich denke mal, der kann sich transformieren. Wie genau funktioniert das? Okay, der scheint sich durch irgendwelche Vibrationen selbst zu bewegen oder selbst zu transformieren. Ich weiß es nicht. Ich probiere es mal aus und vielleicht packe ich noch ein kleines Video dazu rein. Und hier, Leute. Ich weiß nicht, ob ihr auch so weit seid wie ich, aber vor ein paar Tagen kam der neue Star Wars Trailer raus. Und ich persönlich bin ein riesengroßer Star Wars Fan. Und umso mehr freue ich mich jetzt, dass das hier in meiner Loot Chest drin war. Ihr seht's, ein X-Wing. Mit dieser Tasse werdet ihr jetzt ein X-Wing Commander. Original Star Wars Produkt, also auch lizenziert, keine Billigware, sondern Keramik, definitiv. Und es ist sogar geeignet für Spülmaschine und Mikrowelle, also auf jeden Fall auch top, was das angeht. So, fangen wir wieder ein. Soll ja heile daheim ankommen bei mir. So, hier hin. Machen wir mal den Pechkeks auf. Na, hab Glück beim Öffnen. Keinen. Oh mein Gott, guckt euch das an, der ist schwarz. Erinnert mich an Lakritze oder an einen Oreo. So, aber mal. Es schmeckt auch eher nach einem Oreo als nach einer Lakritze. So, was steht hier? Leute. Ich bin zu alt, um jung zu sein. Das ist keine gute Nachricht. Aber tatsächlich hat der Zettel ja auch recht. Ich fühle mich mittlerweile fast wie ein alter Mann. Die 30 kommt steil auf mich zu. Aber noch ist es nicht so weit. Noch bin ich nicht tot. Von daher. Kein Grund zur Panik. Also, ich fasse nochmal zusammen. Transformer, Raubtierbrause,
Star Wars Bazinga Gutscheincode, Aufkleber und das T-Shirt aus diesem Monat, World Test for Cake. So, das alles wieder da rein, schwuppdiwupp, und dann werfen wir noch einen Blick hier in das Lookbook von dem Monat, mein Loot-Chestchen, bla 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 bla. So, die üblichen Stories, die wir hier haben, und dann ein Hexbug. Körperpanzer geliefert. Von einem Minimotor an 12 festen Beinen erkundet der Hexbug seine Umgebung, bewegt sich wie ein Insekt. Das klingt doch cool, also wissen wir auch, was er macht. So. X-Wing Mac Big Bang Theory Sticker. Will Test for Cage Shirt. Pechkeks. Mal lecker. Raubtierbrause. Und das wäre das diesmonatige Plus, wenn es bei mir drin gewesen wäre. Ein Pokémon Plüsch. Ich bin da mittlerweile nicht mehr up to date, was Pokémons angeht. Also hier steht es auch 720 Pokémons. Als ich jung war, waren es mal 151, 152. Da kannte man die noch alle auswendig, aber ja, mittlerweile nichts mehr. So, Rocket Beans Show Guide. Mittlerweile weiß ich auch, was die Rocket Beans sind. Rocket Beans ist der Nachfolger von, wie heißen sie? Hier, unsere Lieblings-MTV Gaming Show mit Simon und Budi. Och, ich komme nicht drauf. Aber ihr wisst, was ich meine. Also, Rocket Beans, der Nachfolger auf Twitch. twitch.tv/rocketbeans. Da könnt ihr die beiden Jungs weiterhin sehen. Da machen die genau das, was sie am besten können. Also Games vorstellen, Games spielen und so weiter. So wie es sich auf Twitch auch gehört. So, hier noch ein bisschen Werbung für weitere Geek-Produkte. 8bitshop.de. Und da unten gibt es 10% auf alles. RandyRun 10% Code. Den dürft ihr meinetwegen verwenden. So, Leute. Das war die Loot Chest April 2015. Ich genieße das gute Wetter hier noch ein bisschen und ja, wünsche euch schon mal ein schönes Wochenende. Ich denke, das Video werde ich morgen hochladen. Am Sonntag kommt dann die Folge Alomo AFK, die ich auf Facebook schon angespoilert habe. Die ist auf jeden Fall cool. Guckt euch die auf jeden Fall bis zum Ende an. Und ja, in diesem Sinne, haut rein, euer Alomo.